KinoCast. Alles klar, kann losgehen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung vom KinoCast. Neue Episode am Start. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Hallo Erik. Ja, ich bin der Erik. Hallo. wir haben jede Menge Filme diesmal. Also jetzt Kino geht ja wieder los, wunderbar. Der Chris war auch in der Sneak Preview und hat da einen nagelneuen Film mitgebracht, von dem ich noch nie irgendwas gehört habe. Ich bin sehr gespannt, was er davon erzählt. Echt, du hast noch nie was von Sensor gehört? Nee, ich hab während du im Kino warst, von dir ein paar Nachrichten bekommen, dass der wohl schockierend gewesen sein muss. Ja, relativ. Also es ist ein ziemliches Durcheinander in diesem Film. Und zwar, wir sind erstmal im Jahr 1985. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und wir lernen kennen eine nette Dame mit dem schönen Namen Enid Baines, gespielt von Niamh Algar. Niamh Algar, eine irische Schauspielerin, die man, jetzt eine gute Frage, in Cash Truck spielt sie auch mit. Da kommt doch der jetzt erst demnächst ins Kino kommt, genau. Da werden wir es auf jeden Fall wiedersehen. Und Enid arbeitet in England bei der Behörde, die Video Kassetten zensiert. Das heißt, sie. Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Ja, so in etwa. Auf jeden Fall ist sie dafür zuständig für diese Filmzensuren, daher auch der Name Zensor, und schaut dementsprechend relativ. Härteste Kost sozusagen. Ja, wirklich die härteste Kost. Also vom kompletten Splatter-Scheiß bis zu brutalen Vergewaltigungen, Kopf abhacken, Gliedermaßen abhacken, was weiß ich was, und Blutgespritzel, und ist dafür zuständig, einfach zu sagen, okay, der Film wird da und da geschnitten, das wird da und da geschnitten, das darf gar nicht veröffentlicht werden und so weiter und so fort. Ganz arg viel HSV-Kassetten. VHS-Kassetten. Wer kennt sie nicht? Die HSV-Kassetten. Zweitklassig und riechen nach Fisch. und ja, die gute Enid hat 11 Flaschen. Die Enid hat allerdings noch einen kleinen Background. Und zwar, als sie jung war, ist ihre etwas ältere Schwester verschwunden. Und das ist was sie immer noch mit sich rumschleppt, weil sie fest davon überzeugt ist, dass sie noch lebt und dass sie die auch wiederfinden wird. Und eines Tages kommen dann ihre Eltern und sagen, hey, hier sind die offiziellen Dokumente, wir stellen jetzt die Suche ein, weil wir glauben einfach echt nicht mehr dran, was sie natürlich in ihrem Schaffen und in ihrem Allem noch mehr erschüttert. Dazu kommt dann auch noch, dass ein brutaler Mord in London, glaube ich, oder auf jeden Fall in ihrer Nähe stattfindet. Und dabei heißt es, bezieht sich der Täter bezieht sich auf einen Film, den sie eigentlich zur Zensur vorliegen hatte. Und dann ist natürlich so dieses, okay, haben wir da was übersehen? Ist uns da was raus? Tragen wir eine Mitschuld an diesem brutalen Mord? Soweit nichts Ungewöhnliches. Nur Enid hat, um das mal nett zu sagen, auch einen gewaltigen Sparren irgendwie. Weil die ganze Sache mit ihrer Schwester, mit ihrer kleinen Schwester, die vor 20 Jahren weggekommen ist, die hat sie mehr mitgenommen, als sie sich wohl eingesteht. Sie will auch immer noch die finden und meint dann in einem Film ihre Schwester wiederzuerkennen. Ja, das hätte ich eher gedacht, dass sowas passiert, als diese andere Geschichte da. Ja, und dass sie irgendeinen Snuff-Clip hat und sie da wie ihre Schwester irgendwie massakriert wird. Und Ja, auch. Und sie macht sich dann quasi auch auf den Weg zum Set, also lernt noch den Produzenten und alles dazu auch kennen. Und das ist alles so ein bisschen arg zwielichtig, die Gestalten, mit denen sie zu tun hat. Und der Film verschwimmt immer mehr zwischen dem wirklichen Sein und der Filmwelt. Und das macht diesen Film so wirklich so, ja, gruselig irgendwo.
weil du nicht mehr genau weißt, was ist jetzt wahr, was ist, bildet sie sich ein, was findet wirklich statt, was ist doch Film und dann aber, was sehr, sehr cool gemacht ist, sind, du kannst dich am Anfang noch ein bisschen dran festhalten, dran zu sagen, okay, reale Sachen sind noch in 16:9, die Filmsachen sind in 4:3 und kriselig, aber es verschwimmt halt immer mehr. Es wird dann plötzlich auch das 16:9 kriselig und alles. Also es ist ganz, ganz, ganz cool gemacht und zwar auf so einer ganz arg fiesen Ebene, die so ein bisschen Mindfuck macht mit einem. Und am Ende steht sie dann quasi, also nicht ganz am Ende, wie das wirklich ausgeht, sage ich natürlich nicht, Gottes Willen, aber am Ende steht sie da vor der Schauspielerin, wo sie denkt, dass es ihre Schwester ist. Und was dann passiert, das könnt ihr im Kino sehen. Clickbait. Das kann man dann sehen, wie es dann noch weitergeht und in welche Richtung sich das dann noch bewegt. Ist auf jeden Fall für mich ein Film, also es gibt 2-3 Szenen, da war das Kino kurzzeitig komplett wach. Weil wenn zum Beispiel aus dem Nichts heraus jemand ganz laut schreit und du überhaupt nicht damit rechnest, da bist du doch mal so, wupp, okay, vielen Dank dafür. 84 Minuten dauert der Film, das ist super knackig, das passt auch, weil der hat sowohl seine langsamen Szenen als auch eben dieses Splattrige und wo man eben allerdings als Zuschauer beim Zuschauen dabei ist. Und ja, das sind so diese ganzen Ebenen, die der Film anbietet, die eigentlich am Anfang klar sind, je länger der Film dauert, völlig unklar. Und du läufst raus, also ich bin rausgelaufen aus dem Film und hatte ein echt mulmiges Gefühl irgendwie. Also es war nicht alles so, ja, cool und ja, netter Horrorfilm, sondern es war schon weniger auf Schreckelemente, auch wenn ich gerade gesagt habe, man wacht dabei auf wieder, als auf wirklich so, ja, Mindfuck-Horror. Und das ist halt richtig fies. Ja, das klingt doch eher so ein bisschen kunstvoll oder sowas, wie so ein Arthouse-Horrorfilm. Ja, das war so. Einer der Kommentare in der Facebook-Gruppe war ja auch, ist das Kunst oder kann das weg? Ja, ist es. Also es kann weg. Teil. Nein, so, ist kunstvoll und hat einfach, es ist ein ganz, ganz spezieller Film. Es ist nicht für jeden was. Ich denke, ich kenne hier jemanden in der Runde, die sollte den Film auf jeden Fall anschauen, weil die könnte damit wirklich was anfangen. Der könnte ihr wirklich gefallen. Ich glaube, Erik, du fändest ihn eher langweilig und ja, ich weiß nicht, strange. Eben. Ja, und so ging es mir am Ende eben auch. Also, gab es auch mal so einen Film mit Nicolas Cage, 8mm oder so, wo der auch in irgendwelchen Snuff-Clips da irgendwie. Ja, da kriege ich die Story nicht mehr zusammen. Ist ja noch was anderes. Aber wie gesagt, ist so. Ich weiß auch nicht. Du kommst raus aus dem Ding und denkst dir, scheiß die Wand an, hey. Was ist echt, was ist Fiktion? Und ja. Man sieht schon an deiner Wertung, dass du noch nicht genau weißt, wohin das Pendel schlägt. Hier. Ja, ich bin so da so ein bisschen gelegt. Unschlüssig. Deswegen habe ich mich auch in die Mitte gesetzt mit 5 Punkten. Mhm. Wie sieht es in der Rest der Gruppe aus? Ja. Gibt's da schon? Mal gleich mal gucken. Das ist schwer zu sagen. Also ich würde echt sagen, einfach selbst anschauen und ein Bild davon machen, weil es schon ein Stück Kunst ist, aber halt durchaus gut gemacht, die gut gemachte Kunst, die einfach, ja, hier jetzt in der Gruppe zwischen 2 und 9 Punkten pendelt. Also. Ja, wollte gerade sagen, also in der Gruppe ist die Range also von 2 bis 9 alles vertreten. Also das scheint irgendwie ja sehr gemischte Rezeptionen gehabt zu haben. Also ihr könnt das selber schauen. Gloria Sneak Stuttgart heißt jetzt die Gruppe, seitdem die Sneak umgezogen ist, also nicht mehr Metropol Sneak. Wenn ihr schon da Mitglied wart, dann hat sich nichts geändert. Dann kommt ihr da genauso hin. Wenn ihr noch Mitglied werden möchtet oder einfach mal schauen möchtet, was hier so lief, da stehen ja auch immer so Tipps drin oder was so die Leute geschrieben haben zu den Sneaks. Gloria Sneak Stuttgart ist eure Anlaufstelle auf Facebook. Schwieriges Ding. Vielleicht, also wenn das dann irgendwann mal so frei verfügbar auf Sky oder so läuft, dann gucke ich da mal rein, wenn ich mir den bis dahin irgendwie gemerkt habe. Sensor. Ja. Ja. Aber hatten die überhaupt in England so eine richtige... Ach doch, stimmt. Ich kann mich erinnern,
Also es gab ja damals so, wo du Videokassetten VHS irgendwo bestellt hast aus dem Ausland, da gab es halt manche Sachen, da haben sich halt die anderen dafür interessiert, die es bei uns gab, weil bei uns Sachen nicht geschnitten wurden und umgekehrt. Hm. Ja, genau. Gab es zum Beispiel sehr viele aus den USA, die haben sich in Deutschland, in Europa, haben sich Basic Instinct gekauft, weil da viele Sachen noch drin waren, die bei denen gefehlt haben, wegen Nacktheit. Und England, wenn ich mich recht erinnere, die haben sehr gern brennende Personen rausgeschnitten. Das war dann immer, wenn irgendjemand gebrannt hat oder so im Film, das mochten die gar nicht. Das musste dann zensiert werden. Hm. Naja, also du gibst 5 Punkte, Sensor und genau. Wie schaut der Tipp aus für die kommende Sneak im Gloria Stuttgart? Der Tipp für morgen quasi, für die Sneak 1068, lautet Du, ich und er. Ist das nicht mit Jim Carrey? Da sind auch schon Tipps eingegangen. Nee, ist ich, du und der andere. Da sind schon Tipps eingegangen. Unter anderem wurde getippt The Conjuring 3. Dann habe ich getippt Sommer 85. Es wurde getippt Killers Bodyguards 2. Und Erik, seinen Tipp finde ich am interessantesten. Free Guy. Tja. Kann sein, ne? Aber was mich gerade wundert, Sommer 85 war dein Film, Chris, war auch gerade 85. Mhm. Es scheint dir so das neue Ding zu sein, oder? Die 90er sind vorbei. Jetzt gucken wir noch ein Jahrzehnt zurück. Ja, spannend. Also wer kommen möchte, das ist jetzt 20.30 Uhr immer, ne? Die Sneak, oder? Ja, 20.30 Uhr. Das ist super angenehm. Ja, also jede Minute eher ist Montagabend wahrscheinlich nicht verkehrt. Bin ja mal gespannt, wann der Erik dann auch mal wieder dabei ist. Ja, wenn ich dann zweifach geimpft bin und 2 Wochen danach, also wir reden da von Anfang August. Ja, also wer kommen möchte, wie sind die Regularien? Vorher anmelden oder einfach kommen und Test mitbringen oder geimpft sein oder wie ist das? Auf jeden Fall die 3G-Nachweise dabei haben und einloggen mit der Corona-Warn-App oder Luca-App. Also muss ich nicht vorher reservieren oder so, sondern. Nö. Doch. Also wenn du kannst ja nur Tickets gerade kaufen. Also aktuell kann man eh nur kaufen, deswegen. Okay, also entweder vorher Ticket kaufen, online hingehen, Spaß haben. Oder halt hinkommen und an der Kasse kaufen und die Unterlagen vorzeigen und einloggen. Beim Einlass dann musst du dir erst vorzeigen. Mm. Aber okay, wir haben ja sonst noch was geschaut, nämlich im Heimkino. Es gab ja noch eine Heimsneak. Heimkino. Ist ja gerade so mein Metier. Ich habe mir da den Film The Tomorrow War rausgesucht. Tomorrow War mit Chris Pratt. Bekannt hier, Guardians of the Galaxy, der Star-Lord. Der hat allerdings hier ein bisschen eine andere Rolle. Der ist so Familienvater und war auch im Militär längere Zeit und hat dann wieder so ein bisschen Probleme, Fuß zu fassen in der, in Anführungszeichen, normalen Gesellschaft, da mit Job und so weiter. Das stellt sich alles etwas schwerer dar als gedacht. Und dann am Anfang ist so ein bisschen so ein Foreshadowing, da sieht man schon, wie irgendwie Leute vom Himmel fallen in irgendwelche Pools rein und so weiter, die gegen irgendwas kämpfen müssen und dann macht das, wie gesagt, Schnitt. Wir sehen Chris Pratt, wie er gerade ein bisschen Probleme hat, Job zu finden und dann kommt auch noch so eine Szene, da ist so ein, ja, wie so ein Footballstadion und da geht plötzlich so eine Art Portal auf, wo irgendwelche Leute rauskommen in Kampfmontur. Die sagen, hey, wir kommen aus der Zukunft. Hi. genau, was das Witzige ist, die tragen kein Mikrofon, sind aber über alle Lautsprecher des Stadions zu hören. Also die sagen dann so, hey, wir kommen aus der Zukunft und da ist eigentlich die Kacke am Dampfen. Das heißt, wir kämpfen da, müssen da gegen Aliens kämpfen und damit wir da, weil unsere Chancen schwinden, brauchen wir einfach Leute, ihr müsst uns helfen, damit wir in der Zukunft die Aliens zurückschlagen. Wo man sich schon denkt, mit ein bisschen zurück in die Zukunft erfahren. Warum eigentlich? Warum muss jemand aus der Jetztzeit in die Zukunft reisen, um dagegen was zu kämpfen? Warum kann man da nicht jetzt was machen, schon sich vorbereiten? Aber nein, dazu kommen wir später. Also jedenfalls gibt es so eine Art Recruiting-Programm, weil natürlich die aus der Zukunft, die wissen auch schon, wer jetzt zum Beispiel sowieso in den nächsten Jahren an irgendwas gestorben wäre und dann sagt man sich, ja, dann nehmen wir halt die. Und das sind so eine wilde Mischung. Also es sind natürlich keine ausgebildeten Kämpfer. Da sind viele, die haben überhaupt keine Kampferfahrung und nix und so. Und
Und ausgerechnet diese, in Anführungszeichen, Elite wird dann in die Zukunft geschickt, um da gegen die größte Bedrohung der Menschheit zu kämpfen. Wo man sich schon wieder fragt, war das so eine gute Idee? Ist das durchdacht alles? Und so, naja, jedenfalls. Chris Pratt erwischt es halt dann auch irgendwann mit in dieser Einberufung und er muss dann mit hin, aber er ist natürlich ja dadurch, dass er vorher schon bei der Army war und so, kennt er sich da ein bisschen aus und muss dann sein Squad auch so ein bisschen durchcarryen da, weil die ohne ihn völlig verloren wären und dann sind sie halt irgendwo. Er ist ja auch einer der wenigen, der überlebt, ne? Weil da geht ja auch schon was schief. Ach so, naja, das meinte ich ja mit dem, wo sie vom Himmel fallen da. geht auch einiges schief. Wir sehen dann also vorher, bevor er in die Zukunft reist, gibt es natürlich eine herzerweichende Verabschiedung da, weil da natürlich kommen viele überhaupt nicht wieder und wenn die Leute wiederkommen, sind sie völlig traumatisiert und ja, die typischen Shellshock-Sachen und ja, er geht dann dahin und stellt sich dann der Bedrohung und da gibt es auch in der Zukunft eine, ja, was ist das, eine Anführerin, Generälin, gespielt von Yvonne Strahovski, die wir kennen zum Beispiel aus der Serie Chuck und ja, die merkt halt gleich oder relativ schnell, dass der Chris Pratt doch ein bisschen was drauf hat, was Kämpfen und Strategie und solche Sachen angeht. Und ja, sie beraten sich dann, wie sie dann dagegen vorgehen. Gegen die bösen Aliens, die da irgendwo irgendwelche Tentakel haben oder irgendwelche Sachen schießen können. Und alles ganz seltsam, weil der ist nämlich auch so ein Forschungslabor noch in Gefahr, wo die dann versuchen, Sachen rauszufinden und ach ja. Also, ich hab ja im Nachhinein gelesen, dass die aufgrund des großen Erfolges von dem Film planen die einen zweiten Teil schon. Er hat grünes Licht bekommen, der zweite Teil. Ja, wobei ich mich jetzt frage, naja, was ist jetzt so der Erfolg? Also wahrscheinlich, ey, es gibt einen kostenlosen Science-Fiction-Kracher mit Chris Pratt. Den gucke ich doch mal an, weil der ist sowieso kostenlos dabei. Ja. Kann man daran Erfolg bemessen, frage ich mich. Oder hätte man vielleicht die Leute mal fragen sollen, ey, wie fandet ihr den eigentlich? Habt ihr den jetzt geguckt? Und vielleicht darauf die Entscheidung dann fällen, ob man da noch einen Teil macht oder nicht. Ja, aber so funktioniert das doch die ganze Zeit bei Streamingdiensten. Ja. Es gibt so viele frei verfügbare Filme, die mittlerweile einen zweiten und dritten Teil haben, wo ich mich frage, warum? Einfach, weil die halt die entsprechenden Klickzahlen haben. Man klickt halt drauf, man hat irgendwie den Werbebanner gesehen, ja oh, gut, kostet nichts, gucke ich an. Aber ob ich ihn gut fand hinterher, fragt mich niemand. Aber er wurde halt von entsprechend vielen Menschen angeklickt und angeguckt. Und dann hast du natürlich die Zahlen, wo du dann sagst, cool, machen wir einen zweiten Teil. So funktioniert's. Es geht halt nicht allein über Kinozahlen. Also im Kino ist ja genauso, du zahlst ein Ticket, guckst den Film an, aber wenn der Film nicht gut war, haben sie ja immer noch die Ticketverkäufe. Das ist genau das gleiche System. Stimmt natürlich, ja. Übrigens, geschätzte Hörerinnen und Hörer, ihr habt den seltenen Effekt gehört, also die Kate hört ihr eher über ein Chris sein Mikrofon als über ihr eigenes. Stimmt gar nicht. Doch, das war jetzt die ganze Zeit so. Aber es ist ganz lustig. Nee, aber der Film, oh Gott, ey, puh. Ich weiß nicht, also wie gesagt, da ist in der Zukunft was, ja. Ich meine, wenn es in der Vergangenheit wäre irgendwas, na gut, da hätte es ja diese Zeitlinie schon erlebt. Also davon, dass dieses Ganze, alles, was da mit Zeitlinie hin und her, das ist alles totaler Quatsch ist in dem Film. Also das funktioniert. Aber das haben sie doch aber erklärt. Aber das haben sie doch ganz, ganz deutlich erklärt. Funktioniert sie hin und bauen vorne zwei Flosse und dann springt man genau dahin und wir können halt nicht beeinflussen, wo die Flosse sind, aber wir springen da. Das meinte ich nicht. Ich meinte eher das mit den Sachen, die du veränderst in der Jetztzeit, was das dann auslöst in der anderen Zeit und so weiter. Das meinte ich. Also nicht dieses Vehikel, was die sich da geschaffen haben, um irgendwie zu erklären, wie sie da von A nach B kommen, sondern... Ach, du meinst, wenn die Toten zurückkehren? Ja, das hatte alles war völlig... Aber gut, sowas... Wenn wenigstens der Rest stimmt, aber das hat auch nicht gestimmt. Das hat mich sehr oft erinnert an dieses... Wie hieß das? Battle Los Angeles. Den fand ich so furchtbar, diesen Film. Der ist ja damals so gehypt worden. Und ach, das war eigentlich ein Blödsinn da. Ja, trifft es eigentlich ganz gut, weil ich habe ja den Film auch geschaut und ich habe eigentlich am Anfang auch gedacht so, hey, sieht gar nicht so schlecht aus. Ich wusste nicht, wie falsch ich liegen kann. Also. Wenn ich das so sehe, habt ihr noch verhältnismäßig hohe Wertung gegeben hier für den Film. Ja, es ist, weil es ja schon okay ist. Es ist ja auch
cool besetzt und die Schauspieler sind ja eigentlich auch ganz cool, die meisten. Ich weiß auch nicht, am Ende war es so ein ganz komischer Mashup von allem Möglichen. Also teilweise fand ich, sahen die Viecher aus wie aus Alien geklaut. Und das aber auch nicht gescheit dann, sondern halt, ja. Und Skyline. Look at it. Look at my Alien. Wir hatten doch letztens Skylines. Das war da auch so ein. Hat mich sehr erinnert dran. War auch so ein Blödsinn da. Ja, irgendwie, ne? Was mich eigentlich am meisten gestört hat, war zum Anfang war das mega vorhersehbar. Also, dass er dann mit dieser einen Wissenschaftlerin zusammenarbeitet und wer sie dann eigentlich ist, habe ich mir von Anfang an gedacht, dass das in dem Film so kommen wird. Hm. Und was mich auch gestört hat, war die Länge. Der Film war unfassbar lang. Der hatte 3 Enden. Der Film hat einen Punkt, da ich so, okay, jetzt ist er aus. Nee, geht noch weiter, okay. Oh, jetzt ist er aus. Nee, doch noch nicht. Und dann ist er jetzt aus. Oh, jetzt ist er endlich aus. Grundsätzlich, ich habe ja nichts dagegen, gegen solche Action-Kracher, die einfach mal runterlaufen lassen, gucken, nicht. Mit Alien-Sachen darf man eh nicht so viel hinterfragen. Aber dadurch, dass sie halt diesen, also ich nenne es mal das zweite Ende, auf das zweite Ende dieses Films hingearbeitet haben, frage ich mich, warum hat man nicht gleich das als Prämisse genommen und ist in die Vergangenheit gereist und hat erst überhaupt verhindert, dass es so weit kommt. Er hat Nachforschungen angestellt. Also das, was ja Chris Pratt dann im Endeffekt noch tut, um rauszufinden, was da überhaupt los ist. Warum hat man nicht das als Prämisse genommen und nicht, ich hole mir neue Menschen, die in der Zukunft gegen Monster kämpfen sollen, die einfach überhaupt gar keine Kampferfahrung haben, in Ehe sterben, wie die fliegen. Das habe ich nicht verstanden. Also entweder man nimmt diesen einen Plot und bringt den dann zu Ende oder man nimmt den anderen Plot, dann ist der Film halt länger und vielleicht ein bisschen anders. Aber ich fand den nicht, also ich fand den zum einen gut, aber auch irgendwie nicht. Das war auch irgendwie so ganz seltsam. Du meinst ja jetzt mit mehreren Enden. Das war aber eigentlich schon, das war ja in der Mitte des Films, also wo dann der zweite Teil anfing. Ich weiß nicht, also so, dass es nicht nur ein Ende ist, sondern wirklich ein komplett eigener Story-Arc in dem Film. J.K. Simmons spielt auch noch mit. Der spielt quasi den Vater von Chris Pratt. Oder war es der Schwiegervater? Nicht nur quasi, sondern der spielt Vater. Den Vater. Nee, ich habe gerade überlegt, ob es der Vater oder der Schwiegervater war. Also der Vater, genau. Mit dem hat er sich so ein bisschen entzweit gehabt. Und dann finden die natürlich, wie es in solchen Filmen ist, dann wieder zusammen und so. Und ja, und der hat ja dann in dem zweiten Teil überhaupt erstmal, es hat aber alles nicht so richtig zusammengepasst. Also dieser zweite Teil des Films irgendwie hat nicht zu dem ersten Teil so richtig gepasst. Ja. Irgendwie war das alles komisch da. Also ich hatte irgendwie von dem Trailer und so hatte ich halt erwartet, dass dieser erste Teil, von dem du sprichst, einfach der Film ist. Und dann gehen die in die Zukunft, helfen denen, das zu verhindern und helfen denen, die auszurotten, finden vielleicht noch die Möglichkeit raus, wie man das gar nicht erst dazu bringen kann, dass es überhaupt so weit kommt. Und dann ist der Film aus. So habe ich mir das gedacht. Aber dann geht er ja weiter. Dann kommt ja noch der nächste Twist. Und dann ist er immer noch nicht zu Ende, weil dann kommt wieder was Nächstes. Und ich dachte, nee, das kann doch nicht wahr sein. Ja, der Film verliert sich dann schon streckenweise selbst. Ja. Das ist halt. Ja. Am Anfang dachte ich auch nicht, dass er. Am Anfang dachte ich, oh cool. Gucken wir uns mal an. Sieht ganz nett aus. Nette Schauspieler. Ja, wirkt ja eigentlich ganz, ganz cool am Anfang. Und dann biegt er in die falsche Richtung ab. Ja, der biegt in ganz arg viele Richtungen ab und die Zeitstreile, die aufgemacht werden, sind einfach nicht mehr stimmig. Das ist ganz übel. Hier werden ganz schwere Nexus-Vorfälle erzeugt. Das ist ganz böse. Und welcher war jetzt eigentlich Loki? Nein, also ja. es ist wie ihr es beide schon gesagt habt, es ist, ich denke, einfach zu Tode gedacht, der Film. Und zwar so, boah, lass uns noch den Twist und dann machen wir noch den Twist und dann machen wir noch den Twist-Twist und dann machen wir noch den Twist-Twist-Twist und bauen einfach noch eine vierte, fünfte Geschichte mit ein, die keine Sau braucht. Und das hat den Film im Endeffekt totgeritten. Ja. Genau wie eine Szene ziemlich am Ende, die ich halt auch völlig übertrieben dann fand. Weil, ja. Aber gut, was weiß ich schon. Ich glaube, ich weiß, welche du meinst.
Vielleicht nehmen sie sich auch die Kritik der Leute dann ein bisschen zu Herzen und machen dann bei dem zweiten Teil ein paar Sachen mehr richtig. Was mich echt wundert, weil der Chris McKay, der ja den Lego Batman Film gemacht hat, ja, das hat ja gut funktioniert, da war spaßig und alles. Aber hier, da hat wirklich auch so ein bisschen Humor gefehlt. Da hat sich selber zu ernst genommen mit dieser quatschigen Story da und hat für mich nicht so richtig funktioniert, deswegen nur 4 Punkte von mir. Ja, nicht so richtig funktioniert, ist schon, ja, er hat schon ganz nette Effekte und ist eine ganz nette Idee, nette Bilder und gute Schauspieler, also zum Teil gute Schauspieler. Ich habe ihm 6,5 gegeben. Ich gebe ihm auch 6,5 Punkte, weil man kann ihn schon angucken, aber er ist halt ein bisschen Banane. Aber es gibt so viel schlechtere Filme auf den verschiedensten Plattformen, wo ich mir denke, nein, tut euch das nicht an. Aber den kann man schon angucken. Er ist halt nicht wirklich gut durchdacht. Vielleicht zu viel durchdacht. Definitiv nicht zu viele Fragen stellen. Ja, zum Beispiel, warum sind die Aliens nur in Miami Beach? Ja, wenn die auf der ganzen Welt irgendwie sind. Dort findet der große Kampf statt, aber was ist mit dem Rest der Welt? Ja, was ist da? Egal. Nicht zu viele Fragen stellen. Ja, genau. Schreibt uns einen Kommentar, wie ihr es so fandet. Ihr habt es ja bestimmt gesehen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei den Klickzahlen, die Amazon da vorweist, müsste ja eigentlich fast jeder Bürger der Welt den Film mindestens einmal gesehen haben. Und bin ich sehr gespannt, ob da jemand noch ein gutes Haar dran lässt oder das auch nicht so besonders fand. Ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Film. Black Widow. Juhu! Jetzt habe ich dich wieder zuerst über den Chris sein Mikrofon gehört. Chris muss mal die Tür richtig zumachen. Aber wieso? Ich verstehe das nicht. Du sprichst doch auch in dein Mikrofon. Warum kommt das von Chris Sainz? Warum hat er Priorität hier? Ganz selbst. Erstens, ich habe immer Priorität. Also, was mich. Das ist mal außer Frage. Black Widow, eigentlich wollten wir das ja nicht unterstützen, dass hier Disney so ein Schindluder mit den Kinos macht, die eh so gebeutelt sind. Ja, aber dadurch, dass es eh in vielen Kinos nicht läuft und so und wir wollten den gern sehen, haben wir es dann doch mal geguckt. Wer möchte? Möchte von euch den jemand vorstellen? Ich habe schon einen, das sagte Kate mal. Aber ich habe nachher noch einen. Ah, okay. Dann darfst doch du, Erik. Okay, also in Black Widow, der in dem von Marvel Studios produziert ist, sehen wir, oder ist auch von Scarlett Johansson direkt selber mitproduziert, hat sich natürlich da auch ein bisschen, weil sich ihn selber in Szene setzen wollte, behandelt die Geschichte halt von ihrer Figur Black Widow. Und wir erfahren in so einer Vorgeschichte auch, wie sie aufgewachsen ist, nämlich als Teil einer Undercover-Familie, wo sie noch, da war sie noch ein kleines Kind, hat eine kleine Schwester gehabt. Und wie sie dann erfahren hat, wobei ich mir da nicht ganz klar war, eigentlich hätte sie ja wissen müssen, dass es so ist irgendwie, weil wir erfahren ja dann noch so ein paar Rückblenden, wo sie eigentlich wusste, dass sie in so einer Undercover-Familie ist. Irgendwie ist sie dann doch überrascht, als sie dann abreisen müssen und die Familie auseinandergerissen wird. Und dann geht sie quasi so ihren eigenen Weg und wir sehen dann auch, was ihre kleine Schwester mittlerweile durchmachen muss, also ihre, ja, sagen wir so, Undercover-Schwester durchmachen musste. In Anführungszeichen Schwester, ja. Genau, also was die so durchgemacht hat, denn sie ist mit da rekrutiert worden bei diesen Widows und da ist es mittlerweile so, dass dieser Bösewicht, der auch in diesem Red Room da seine Welt umspannendes Verschwörungsnetz leitet, der hat mittlerweile eine neue Variante gefunden, um die Widows sich unterzahn zu machen, also nicht nur psychischer Druck, sondern auch über eine Chemikalie, dass quasi das drüber nachdenken wird halt ausgeschaltet, sondern wirklich nur die Befehle empfangen, die eben der Bösewicht dann aussendet und denen sagt, was sie machen sollen. Und er rühmt sich halt, dass er auf der ganzen Welt ein Netzwerk hat von diesen Widows, die jederzeit zuschlagen können, ganze Länder stürzen können, Katastrophen auslösen oder verhindern können und sonst was alles. Und Black Widow, also Natascha Romanoff, sie möchte diesen Bösewicht, wo ich die ganze Zeit jetzt noch nicht auf den Namen gerade komme, den möchte sie irgendwann stellen, weil der ist der Grund gewesen, weshalb damals diese Familie auseinandergerissen wurde.
Und er hat sich aber schon lange Zeit versteckt. Er ist unauffindbar. Sie hat auch schon mehrere Sachen, Attentate ausgeführt, wo auch unter anderem die Tochter des Bösewichts ums Leben gekommen ist. Dreykov. Ja, wo unter anderem die Tochter des Bösewichts ums Leben gekommen ist. Und ja, aber sie hat es nicht geschafft, ihn selber zu erwischen. Und das ist so ihre Agenda, die sie immer noch hat. Und, aber sie hat ja gedacht, sie hat ihn erwischt. Hatte sie, ach so, ja, sie kriegt es dann gesagt von ihrer Deswegen, Schwester. Deswegen, das sagt sie ja auch. Also sie hat ja gedacht, sie hat ihn erwischt. Das war ihre Eingangstür, oder ihr Dings, ihr Eintritt zu S.H.I.E.L.D. Dieses Attentat. Ja, wir erfahren dann auch, dass das quasi in der Zeit spielt, wo sie gerade nicht bei den Avengers dabei ist, in dieser Zwischenphase. Und da nimmt sie sich halt das wieder vor, dann ihn zu stellen und mit ihrer Schwester zusammenzuarbeiten, die sich natürlich am Anfang erstmal bekriegen, weil keiner weiß, ob die andere jeweils gerade irgendwie einen Auftrag hat, vielleicht die zu töten, die jeweils andere und so. Und die müssen sich erstmal wieder zusammenraufen. Und die jüngere Schwester, wie hieß sie, Jelena, ne? Jelena. Die hat mittlerweile... Florence Puck. Die ist mittlerweile im Besitz einer anderen Chemikalie, die diese Chemikalienbeeinflussung der Widows rückgängig machen kann, was sie selber in einem Einsatz gespürt hat, weil sie war ja eigentlich auch bei diesen, sag mal, verblendeten Widows dabei und sie bekommt dann diese Substanz ab und kann plötzlich wieder frei denken und nimmt sich die restlichen Sachen und will eben dafür sorgen, dass diese restlichen Widows, die überall noch aktiv sind, quasi diese Substanz auch verabreicht bekommen, damit sie auch wieder normal werden, in Anführungszeichen. Ich glaube, viel mehr will ich jetzt mal gar nicht so unbedingt verraten. Ich überlege gerade, wie weit ich mich hier so vortasten kann. Ach so, ja, ihr Vater, ihr ehemaliger von der Cover-Familie, der taucht auch wieder auf. Ja, Alexei, alias Red Guardian, der quasi der russische Counterpart zu Captain America, was er auch selber häufig raushängen lässt. Ja, das, selten, sagt er das. Ja, ganz selten wird es also erwähnt. Wir sehen, der ist am Anfang in einem russischen Gulag gefangen und irgendwie kann er sich trotz seiner Superkräfte irgendwie da, also außer Armdrücken macht er da eigentlich nichts, um da irgendwie rauszukommen. Also, aber sie helfen ihm dann, dass er da ausbrechen kann. Und die Mutter wird auch noch aufgesucht, gespielt von Rachel Weisz. Die Cover-Mutter, sag ich mal. Und dann wollen sie eben diesen absoluten Bösewicht dann irgendwie stellen. Ja. Puh, das war auch... Ja, schön zusammengefasst. Es gab natürlich dann noch so ein paar Szenen, auf die wir jetzt hier nicht erstmal eingehen. Vielleicht machen wir noch einen kleinen Spoiler-Teil dann, wo wir noch ein paar Sachen in der Tiefe ausloten. Speziell die Post-Credit-Scenes und so. Ja. Also ich sehe an euren Wertungen, dass ihr es wesentlich besser fandet als ich. Ja. Ja, was heißt wesentlich besser? Ich würde gerne wissen, warum du es nicht so gut fandest. Das kann ich dir sagen. Ich fand das Drehbuch völlig Banane. Weil es wird am Anfang so ein... Ich mag sehr diese... Oder ich sag mal, ich mag irgendwie 95%, 96%, 97% aller Marvel-Filme, weil die wirklich gut geschrieben sind. Die sind auch die Serien, die sind top. Das ist top-notch, weißt du? Das funktioniert halt alles, das macht alles Sinn. Hier wird so ein Bösewicht aufgebaut, der ist dann weg, dann ist die da, dann kämpfen sie erstmal, wo du denkst, ach Leute, ey, wir wissen doch eh, dass ihr dann zusammenarbeitet, ja, warum kämpft ihr jetzt hier minutenlang und machen alles kaputt und so. Da waren so viele Szenen drin, wo ich mir denke, oh ey, Leute, also das haben wir schon. Wobei alles. Wobei ich gerade diese Kampfszene habe ich ziemlich gefeiert, wenn ich ehrlich bin, weil normalerweise bei so Kampfszenen normalerweise läuft alles immer relativ glatt und die fliegen gezielt und passen genau durch die Türen durch und bliblablub. Und bei dem Fight der beiden Damen, ey, da hat überhaupt nichts gestimmt. Also da zerschellt auch mal eine halb so mit dem Rücken am Türrahmen und was weiß ich was. Also das fand ich mega krass einfach, dass es mal so in Anführungszeichen unsauber choreografiert war. Ja. So, das hat mir ganz gut gefallen. Ach, ja. Ansonsten wirkte der Film für mich sehr wie aus anderen Filmen
bisschen geklaut, wobei die anderen Marvel-Sachen, auch die Serien und so, da war immer viel so drin, so, boah, das habe ich jetzt noch nie irgendwo gesehen oder so, diese Wendung oder irgendwas. Aber hier war einfach zu viel drin, da war sogar Star Wars drin, wo sie dann diesen über diesen Gang, weißt du, du weißt, was ich meine. Da war einfach so viel drin, was man irgendwo aus anderen Filmen, wo man denkt, okay, es wirkt jetzt irgendwie nicht neu und ich weiß nicht. Was ich sehr mochte, war der Witz, der drin war. Der kam teilweise völlig überraschend manchmal in manchen Szenen. Das mochte ich sehr. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch so dieses, ich sag mal so, dieses James-Bond-likeige, ja, so, ja, wir sind jetzt in Marokko, ja, wir sind jetzt da, wir sind jetzt dort und so. Das mochte ich auch sehr. Und insgesamt ist es ein Film, der mir schon sehr gut gefallen hat. Das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, aber es war halt im Bereich der Marvel-Filme und auch Serien vor allem, wo sie ja einfach gezeigt haben, wo der Hammer hängt, fällt er einfach ein bisschen zurück. Es ist halt ein riesen Action-Spektakel mit sehr dünner Story. Das war jetzt auch eine schöne Tor-Referenz hier. Ja, du, aber gebe ich dir tatsächlich ein Stück weit auch recht. Also, ja, das Drehbuch hatte tatsächlich seine Schwächen. Aber am Ende des Tages fand ich, war es der bessere Bond tatsächlich. Also es war ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, wie so ein Bond. Und ich fand tatsächlich, ja. War sogar eine Bond-Szene drin, ne? War ja sogar ja, ja. Hab das erkannt. Aus Moonraker war das, die Szene. Und es gab einige richtig starke Szenen, meiner Meinung nach, in diesem Film. Mhm. Und wobei, auch wieder ein bisschen meckern, also die Special Effects teilweise fand ich etwas seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. War manchmal komisch, ne? Gerade wenn die irgendwo runtergefallen sind auf irgendwas drauf und dann wieder weitergefallen sind und so. Das sah irgendwie ein bisschen seltsam aus, ja. Aber gut, da will ich gar nicht erst anfangen, aber ja, dann fliegen sie irgendwo nach, wo wollen sie denn, nach St. Petersburg, sagen, oh, das reicht nicht und dann landen sie irgendwo, laufen 3 Meter und sind da. Und das sieht, also das sah von der Landschaft her mit diesen, ich sag mal so, das war ja Heide, ne? Das war ja Heide, hat da geblüht, ne? Ey, das ist nicht St. Petersburg, bitte, ey. Ach, da waren so lauter Sachen drin, so, und viel schon mal da gewesen und, ja. Ja. Aber an sich hat Spaß gemacht, den zu schauen. Also meine Wertung bezieht sich auch insgesamt auf Marvel an sich, also wenn. Kate, hol, schnauft schon hier. Die schaut schon. Kate schnauft schon, ja. Erzähl, was habe ich falsch gesehen? Nee, ich würde nie sagen, dass du was falsch gesehen hast. Ich sehe es halt einfach nur anders. Also, ich fand den super. Also, mir ist doch wurscht egal, ob da irgendwelche eine Heide blüht oder nicht. Das ist mir wurscht. Und die sind da auch nicht nur 3 Meter gelaufen, die sind da schon ein bisschen länger gelaufen. Du hast es nur nicht im Ganzen gesehen, weil es geschnitten wurde, weil sonst wäre es ja langweilig gewesen. Ich fand den Film richtig gut. Ich fand die Einführung der Figur der Yelena sehr, sehr gut. Ich mag Florence Pugh. Die hat noch nicht so viel in so viel großen Rollen mitgespielt, aber das, was ich von ihr gesehen habe, ist tadellos. Midsommar. Nee, Midsommar nicht, ach, aber. Daher kannte ich die. Ich hab die ganze Zeit. Vielleicht kennst du die auch aus Little Woman. Nein, den habe ich nicht gesehen. Ja, das ist aber ein sehr toller Film. Ah, Midsommar, auf jeden Fall. Ja. Katastrophenfilm, Entschuldigung. Ist es, was mich halt, also ich gehöre ja zu den Menschen, wenn man jetzt im MCU-Universum ist, die zum Beispiel Guardians of the Galaxy nicht so sehr mag wie die anderen. Und das ist halt das... Ich mag die. Nein! Hey. Das ist nicht fair! Das ist nicht fair, Erik! Ich habe hier die Tasten. Wenn du sie hättest vorhin bei mir gemacht. Sowas würde ich aber nicht machen. Ich mag halt das Originale, die Original-Avengers. Und ich finde jetzt schon die Welt um Thor durchaus mystisch und deswegen schon schwierig ist mit einzuordnen. Für mich sind die Avengers halt auf der Erde lebende Personen, die halt mit irgendwelchen Kräften oder eben mechanischen Anzügen oder ausgestattet eben sind. Oder eben Geld, ganz genau. Und in dem ganzen Avengers-Universum war Black Widow immer am wenigsten gewürdigt und am wenigsten vertreten und am wenigsten Hintergrund. Und wir haben ständig immer
die männlichen Protagonisten in zentralen Rollen und in Filmen. Und es ist, Black Widow ist der erste, nein, stimmt gar nicht, der zweite Solo-Film eines weiblichen Helden im MCU. Und wollte gerade sagen, das Captain müssen wir auch mal würdigen. Ne? Captain Marvel war der erste. Und jetzt Black Widow. Ansonsten haben wir 3 Thor-Filme, mehrere Hulk-Filme, 3 Captain Americas, 3-mal Iron Man. Und natürlich, das sind die Hauptcharaktere, natürlich, das sind die Starken, das sind die Krassen, das sind so die Main Characters. Aber warum denn immer nur die Männer? Ant-Man and the West? Bin ich das ja, und es heißt Ant-Man and the West. Auch hier Evangeline Jolie ist, oder wie auch immer sie heißt, Evangelina, was weiß ich, wie sie heißt, Evangeline ist auch Lee. Dünn vertreten. Ja, genau, ist auch nur dünn vertreten. Die Kate aus Lost? Ja, dünn vertreten genau, ist sie da auch nicht mehr. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Und das find ich, deswegen finde ich es schön. Deswegen, ich habe ja Captain Marvel auch so gefeiert. Ich fand Captain Marvel einen der besten Marvel-Filme. Und da scheiden sich auch wieder die Geister, weil andere finden das eben nicht. Genauso wie andere sagen, die Guardians of the Galaxy Filme sind die besten. Finde ich nicht. Das ist halt, im MCU ist für jeden was dabei. Und in der ganzen Filmreihe reihen sich immer wieder neue Geschichten ein. Und das finde ich toll. Das dann wirklich so vielfältig. Allein durch die Serien, die neue Türen aufmachen. Und eben Geschichten, die bisher nicht bekannt waren, wie jetzt was mit Black Widow nach dem Civil War, erklärt wird. Und was auch, und auch eigentlich mal ein Rückblick auf das, was ihr angetan wurde, was sie durchgemacht hat. Und deswegen finde ich diesen Film sehr gut. Ja, um die Story zu erfahren, ich hatte noch klar. Zwei Sachen. Aber als Film an sich, wie er aufgebaut ist, fällt er doch ein bisschen hinter den anderen Filmen zurück. Jetzt mal, ist völlig egal, ob da jetzt eine weibliche Hauptrolle ist oder nicht. Ich meine, wenn es ein Thor-Film wäre, hätte ich es genauso gesagt. Das ist einfach vom nicht richtig gut durchdacht, den Aufbau des Films. Also normalerweise hast du so gewisse Climaxe innerhalb der Story, wo es dann ein bisschen treibender wird, bis hin zum Ende und so weiter. Es war hier so ein bisschen ausgefranst, speziell in der Mitte drin. Was mich tatsächlich, zwei Sachen, die ich noch habe zu dem Film, was ich sehr positiv fand, ist, dass Black Widow tatsächlich in dem Film auch mal richtig kassiert hat. Also die kam ja bisher sonst immer durch die Filme durch, so ja, mit hier ein bisschen Blessuren und ja, am Ende, wir wissen, wie ihre Geschichte ausgeht und alles. Aber trotzdem kommt sie einigermaßen so durch. Nur diesmal kriegt die richtig, Entschuldigung, die kriegt richtig aufs Maul. Also da ist mal richtig. Ja. Das fand ich sehr clever auch. Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Was mich allerdings dann doch wieder gestört hat, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ist, dass den Taskmaster, die Figur, auch weil noch weiblich gemacht haben. Und das war dann für mich dann schon wieder dieser fast schon Schritt zu viel, um dann, ja, jetzt machen wir, die Diskussion wird es immer wieder geben mit, ja, zu viel Mann, ja, zu viel Frau, warum auch immer. Ich fand es ein bisschen schade, da fand ich es dann wieder etwas überzogen, dass es schon wieder, oder dass es nochmal eine Frau sein muss, aber ist okay. Also ist jetzt nicht irgendwie... Passt aber zur Geschichte. Ja, natürlich passt es auch zur Geschichte, klar. Zu dem Irrsinn dieses Mannes. Also von daher. Ja, alles gut. Deswegen sage ich ja. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde sowieso, dass die ganze Geschichte um den Taskmaster total untergegangen ist. Das ist halt auch schade, weil der ist schon relativ mächtig. Oder sie. Ich finde sowieso, eigentlich braucht man eigentlich gar nicht drüber reden, wer das gedreht hat und Frau, Mann oder irgendwas Einfaches. Wir bewerten das einfach als Film und entweder es ist ein guter Film oder nicht oder es ist halt kein guter Film, aber es gibt jetzt keine Bonuspunkte oder irgendwas. was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Regisseurin, die das gedreht hat, die hat vorher noch nicht so wahnsinnig viel gemacht und da gleich im Marvel-Universe, wo ja doch ein sehr großer Fokus drauf ist, da jetzt gleich so ein Regisseurin-Job zu bekommen, ist schon, weil die vorhergehenden Filme waren jetzt auch nicht so der Brüller, ne? Also die liegen so bei um die 6 Punkte bei IMDb, war jetzt nicht so was dabei, wo man sagt, boah, das war jetzt der absolute Hammer und so, das kann ich jetzt verstehen, dass die Regisseurin den Auftrag bekommen hat, aber ja,
Ah gut, ich fand auch ja wirklich hier die Florence Pugh echt gut. Also die Darstellerin hat teilweise manchmal ein bisschen der Scarlett Johansson so ein bisschen die Show gestohlen, fand ich. Vom Spiel her. Und, ja, aber das fand ich gut. Ja, ja. Fand ich auch sehr gut. Und bin gespannt, ob es da jetzt auch mal noch eine Fortsetzung geben wird von Black Widow, von dem Film, weil gibt ja auch ein bisschen was her. Die Postkredit-Szene. War auch ganz, da kommen wir später dazu. War auch ganz interessant, dass Olga Kolenko, kennt ihr die? Die hat quasi den, wie ist Taskmaster, Antonia gespielt. Antonia. Und die hat ja eine reichhaltige Filmerfahrung. Die hat sogar schon mal beim James Bond-Film mitgespielt, bei Quantum Trost und so. Und ja, einige Filmrollen auf ihrer Liste. Na gut, dann steigen wir mal in den Spoiler-Teil ein, oder? Dann hau ich mal so. Achtung, Spoilerwarnung. Black Widow. Es gab ja zwei Post-Credit-Scenes, wenn ich mich da recht erinnere. Eine war am Grabstein. Achso, die andere war so direkt hinten dran, ne? Oder? Die am Grabstein? Ja. Ach nee, das war ja die. Es gab stimmt, eine. Ja, genau. Das war die Post-Credit. Die am Grabstein. Mach mich nicht fertig. Ja. Ohne Witz, ich hab auch gerade gedacht, so, direkt, jetzt kein Scheiß. Genau. Was ein bisschen überraschend ist, dass man sieht, dass quasi Natascha Romanoff Mutter, was stand da? Mutter, Schwester und Avenger. Also Mutter? Nein, stand nicht Mutter, da stand Tochter. Tochter, Schwester. Ah, okay, sowas. Tochter, Schwester, Avenger. Dass sie offensichtlich verstorben ist, oder zumindest gibt es einen Grabstein, sagen wir so. Es war ja schon öfter so, dass irgendjemand einen Grabstein gesetzt wurde, um zu sagen, er wäre tot. Und ja, aber sie ist doch tot. Weiß es? Spielt ja in der Zukunft. Es spielt nach Endgame. Die Post-Credit-Scene ist nach Endgame. Du weißt du, wie das läuft. Die können alle nochmal wiederkommen hier. Spätestens seit bei Dallas Patrick Duffy plötzlich unter der Dusche stand, glaube ich, niemand mehr irgendwas. Nein, sie hat sich für den Seelenstein geopfert und dementsprechend ist sie tot. In dieser Zeitlinie, und, in dieser Zeitlinie. Und die nette Dame, die dann die Florence am Grabstein besucht, die kennen wir auch. Genau. Die kennen wir nämlich aus Falcon and the Winter Soldier. Das ist nämlich die gute Dame, die den neuen Captain America rekrutiert, nachdem er in Ungnade gefallen ist. Und was die so plant, ist ja auch noch nicht ganz klar. Also, was genau hinter der steckt und welche Ziele die verfolgt. Hm. Und das fand ich richtig spannend. Und dass die jetzt auch noch der Yelena hieß sie, den Floh ins Ohr setzt, wer am Tod ihrer Schwester schuld ist, das ist halt noch das Oberkrasseste überhaupt. Weil es ist ja einfach de facto nicht der Fall. Sie setzt ja halt einfach eine Lüge ins Ohr. Oder? Wie seht ihr das? Ja, das kann alles Mögliche bedeuten, wie immer. Ne? Das machen die immer bewusst so, dass man da viel drüber diskutieren kann. Also ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht doch irgendwie noch eine andere Zeitlinie gibt, wo das dann tatsächlich irgendwie passiert oder sowas, wo dann Hawkeye irgendwie sie tötet oder so. Tja, aber das ist halt dieses, wenn du es selber nicht mitbekommen hast und kriegst dann das aufgetischt von einer wohl in dem Fall schon vertrauenswürdigen Person. Sag ich da mal. Ich bin da gespannt, weil das könnte sich alles so auf Madness of Universe schon hinlaufen, dass da jetzt nicht nur ein Gegner dann nachher da ist, sondern dass da eine ganze fehlgeleitete Armee schon parat steht und dann wird's spaßig. Ich wage mal eine Prognose basierend auf dem, was wir jetzt bereits so gesehen haben. Also sprich die Loki-Serie, dann Falcon and Winter Soldier, dann das jetzt hier. Da wird bestimmt irgendwas sein, dass dann auch diese Widows, die überall noch auf der Welt sind, die ja jetzt mittlerweile irgendwie geheilt sind, dass die dann auch noch irgendwo mit eingreifen in irgendein großes Thema, was dann irgendwie aufkommt. Dass es irgendwie eine alternative Zeitlinie gibt, siehe Loki, wo dann das tatsächlich passiert und genau, Falcon in Winter Soldier, hatte Kate schon gesagt, hier die Val, nee, wie heißt sie? Ja, doch Val, dass die irgendwie Leute rekrutiert oder sowas. Ich denke mal, darauf wird es ein bisschen hinauslaufen, aber ich kann mich natürlich völlig irren.
Mal schauen. Ja. Ich sag mal, ja. Wir haben ganz vergessen zu sagen, dass bei vorhin im Nicht-Spoiler-Teil, dass der Soundtrack eigentlich ganz cool war. Zumindest am Anfang. Oh ja, irgendwie stimmt. Kam später überhaupt keine Musik mehr. Da waren zwei Lieder am Anfang, die ich sau geil fand, dann kam nichts mehr. Im ganzen Film. Wollte ich eigentlich auch noch kritisieren. Ich prangere das an. Ich prangere das an. Dann sind wir schon durch mit dem Spoiler-Teil soweit für den Film hier. Dann gehe ich mal zurück. Achtung, Spoilerwarnung. Ja, Black Widow, also wer es gucken möchte, Disney Plus, muss man sich in VIP klicken und dann kann man das gucken, wie damals schon. Oder im Kino. Oder im Kino, wollte ich drauf zurückkommen gerade. Wollte ich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn euer Kino das zeigt, denn Disney hat da auch ein paar Vorschriften, was das angeht und sowas. Das zeigen nicht alle Kinos. Dann guckt es auf jeden Fall im Kino, unterstützt die Kinos, wenn ihr geimpft seid und oder wenn ihr genesen seid, das Übliche halt, ne, oder wenn ihr getestet seid und wenn ihr euch traut, ne, dann geht ins Kino. Kauft viel Snacks dazu, genießt die Zeit. Alles hilft dem Kino, den Kinos, muss man sagen. Denn im Gegensatz zu irgendwelchen Großkonzernen haben die nicht so viel Förderung bekommen vom Staat in der schwierigen Zeit. Wir haben noch gar nicht unsere Punkte gesagt für den das Film. Darauf wollte ich jetzt noch kommen. Ich wollte bloß, dass jetzt nicht nur Punkte kommen und dann sind wir sofort beim nächsten Thema, wollte ich noch ein bisschen ausholen. Ja, was gibst du denn an Punkten, Kate, für Black Widow? 9. 9, da stand vorhin mal 10 drin, 10. Hast schon nach unten. Ich kann mich erinnern, ja, ich habe gedacht, ich krieg so einen Taue. Wieso? Nö. Kann doch jeder. Ich finde es total schön. Ich habe 8 Punkte gegeben und weiß jetzt schon, ich bin genau das, was es sein sollte. Genau die Mitte. Ich habe 7. Ich war eigentlich direkt nach dem Film, dachte ich, oh, ich war eigentlich noch niedriger. Aber mittlerweile, nach der Nacht drüber schlafen, habe ich gedacht, ach, na, so schlecht war eigentlich doch nicht. So, also es ist immer für mich ein guter Indikator, wenn ich Lust habe, den Film nochmal zu gucken, irgendwie nach einmal drüber schlafen. Und habe ich definitiv, also wenn der dann irgendwann mal, ist ja dann wahrscheinlich wie bei Mulan damals, nach einem Monat kam der dann ins reguläre Disney Plus, da werde ich den wahrscheinlich nochmal gucken. War jetzt auch nicht so ein langes Brett hier wie manche andere Filme in dem Universum, wo man sagt, da muss man sich mal Nachmittag Zeit nehmen, um hier Endgame zu gucken oder so, sondern Black Widow mit 2 Stunden oder so ist da schon ein kleiner Snack. Snack. Okay, ich habe noch, siehst du, völlig durcheinander. Ich wollte eigentlich noch sagen, was ich nächste Woche für eine Heimsneak gucke. Das wird bei mir Boss Level auf Amazon Prime. Wer sich anschließen möchte, darf das gern tun, ansonsten gucke ich das allein. Und Kate hat noch einen Film mitgebracht. Da habe ich da nicht irgendwas gesehen mit 1987? Oder bringe ich da was durcheinander? Ja, nein, tust du nicht. Denn den Film, den ich gesehen habe, ist der erste Teil von 3, wo jetzt jede Woche ein neuer Part rauskommt. Und zwar habe ich den Part 1 von Fear Street geguckt, mit dem Untertitel 1994. Und diese Filmreihe verläuft quasi rückwärts. Also du startest mit dem Film 1994, bei dem in einer Kleinstadt in den USA passieren ständig irgendwelche Morde. Irgendjemand dreht ständig durch und killt halt einfach Leute. So, und das passiert ständig. Also es ist die, sagen sie im Film immer wieder, USA das halt, ist ne? Die Todeshauptstadt der USA. Ja. So. Wobei eine halbe Stunde weiter der nächste Ort ist und dort ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, da ist alles wunderbar. Und die beiden Orte rivalisieren auch ein bisschen, auch von der Highschool, von den Football-Mannschaften, was alles mit Geschichte zu tun hat. Ja, pass auf, das ist jetzt der Witz. Also das läuft alles darauf hinaus, dass es wohl einen Pakt mit dem Teufel gab. Und das ist eben diese Geschichte, die jetzt über diese 3 Filme erzählt wird. Und in Teil 1 ist es so, dass eben wieder Morde passieren und ein junger Mann und seine Schwester werden darin verstrickt, denn Freunde von ihnen werden getötet und irgendwann sind diese Mörder auch hinter ihnen her. Und sie müssen jetzt rausfinden, warum. Und dann wird eben die ganze Geschichte dieser Orte aufgedeckt. Denn diese Mannschaften heißen, also die Football-Mannschaften von den Highschool, heißen nämlich nicht umsonst die Witches and the Devils. So, denn die Witches werden tatsächlich quasi zurückläufig auf eine Hexe
zurückgeführt, die quasi immer wieder Flüche über diese Stadt verhängt und immer wieder neue Opfer findet, die dann für sie morden. Und deswegen haben die eben dort diesen Ruf, diese Mörderstadt zu sein. Und die Devils haben eben diesen Ruf, dass sie einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, um eben eine wohlhabende Stadt zu sein und wo alles toll ist und alle sind reich und alle haben Villen und so. Und wir sind eben dabei, dass sie das, dass diese Jugendlichen das rausfinden und eben gegen diesen Hexenfluch, der gerade eben herrscht, ankämpfen müssen. Total abstrus eigentlich. Also es ist ein absoluter Teenie-Quatsch-Horrorfilm. Aber ich fand ihn echt lustig. Und krass brutal an manchen Stellen. Und der zweite Teil ist jetzt quasi, spielt vor diesem 1945. Nein. Der zweite spielt irgendwie 1977. Darf ich weiterreden? Entschuldigung. Spielt jetzt 1977 und nimmt dann quasi eine Geschichte auf, die jetzt im ersten Teil angeteasert wurde. Ein Mythos aus einem Ferienlager. Und das spielt quasi rückwärts. Und der dritte Teil dreht sich dann um, glaube ich, 1666, um diese Hexe, auf die dieser ganze Mythos zurückgeht. Also es ist quasi ein Horrorfilm rückwärts erzählt in drei Teilen. Klingt nach einer Videotheken-Krabbelware aus dem Ende der 80er. Es ist so cool. Es ist echt lustig. Also ich muss sagen, es sind Teenies, die von irgendwelchen Axtmördern und Maskenversessenen gejagt werden, weil sie die Ruhe einer Hexe gestört haben. Im Endeffekt geht es darum. Es ist sehr splatterig, es ist sehr blutig und es ist sehr abstrus und es macht echt Spaß, ehrlich gesagt. Ich guck nachher den zweiten Teil. Also ich fand ihn äußerst interessant. Ich glaube, ich guck da mal rein. Ja, guck mal rein. Ich glaube, ja, dir könnte der gefallen. Das Cover, das sieht schon so aus wie damals bei Prom Night, irgendwie das Videocover dann. Es gibt auch ganz viele andere Horrorfilm-Anspielungen. Also es ist Scream ja mit für mich vertreten. Ich habe ja quasi alles, Elm Street vertreten. Alles durchgeguckt. Ja, ja gut, das sind ja die großen, ja, aber dann mal gucken, ob es sind. Ja, aber es sind so kleine Anspielungen. Also du musst dich schon ein bisschen im Horrorgenre auskennen, um diese Anspielungen zu verstehen. Und das macht ihn eigentlich echt gut. Die Besetzung ist okay. Also fand jetzt nicht besonders schrecklich oder besonders gut, aber die eine kannte ich, die kannte ich jetzt aus der Serie Panic von Amazon Prime. Habe mich gefreut, die da auch zu sehen. Und ja, wie gesagt, ich gucke nachher den zweiten Teil mit 1977, wo es dann in ein Feriencamp geht, wo ein wilder Axtmörder wohl unterwegs ist. Das Übliche. Ich bin gespannt. Das Übliche wie damals. Und es geht halt immer um diese beiden Städte. Hm. Ja. Klingt interessant. Ich glaube, da gucke ich mal rein. Am Anfang klang es ja furchtbar, da habe ich gedacht, was ist das denn mit Hexen? Es ist halt total abstrus, aber es macht halt, du denkst, du machst ja auch auf deine eigenen Gedanken und dass halt niemand auf diese Idee kommt, dass das halt vielleicht doch mit irgendwelchen mystischen Kräften zu tun haben. Schließlich heißen die einen Witches und die anderen Devils. Und die Devils sind die Reichen. Und das ist so ein bisschen mystisch. Vergangenheit und ich glaube, ich werde dann nächste Woche dann berichten, ob ich reingeguckt habe oder nicht. Ich glaube, der dritte Teil kommt dann jetzt am Freitag. Freitag. Ich muss ja erstmal den ersten gucken. Wenn er mir nicht gefällt, gucke ich nicht weiter. Jetzt gucken wir erstmal, was wir eventuell im Kino schauen könnten. Kinocharts und Neustarts. Die Charts hier, Stuttgart. Platz 5, Catweasel. Mit Otto. Nein. Mit Otto. Voll gut. Platz 4, Peter Hase 2. Ein Hase macht sich vom Acker. Platz 3, Godzilla vs. Kong. Kann mir bitte einer der geschätzten Hörerinnen und Hörer sagen, ob der gut ist, ob der sich lohnt? Ja, bitte in die Kommentare. Weiter? Nein. Platz 2, Nomadland. Ja, der lohnt sich bestimmt. Und Platz 1, Black Widow. Hey, haben wir gerade besprochen. Geht da alle rein. Ja, auf jeden. Ja. Und was läuft an? Also ich bin jetzt hier bei kino.de, da sind jetzt die wirklich tatsächlich anlaufen. Es läuft ja noch nicht alles an. Also da beginnt es mit Fast and Furious 9.
Neunter Teil der Fast. Jetzt, Moment. Du bist auf einer anderen Liste, die nicht in unserem tollen Dokument verlinkt ist. Ist die nicht da drin? Achso, warte. Warte, ich paste das mal, den Link dann rein. Das wäre nett. So, also Fast and Furious Teil 9 mit John Cena jetzt mit dabei. Und ja. Ich glaube, das wird more of the same sein. Ich meine, der vorhergehende Teil, ja. der letzte, der war ja irgendwie ganz witzig. Aber davor war ziemlich viel Ödnis und Langeweile. Aber es gibt einen riesen Teile Fanbase. Einfach. Neun gibt Teile. Es gibt eine riesen Fanbasis. Und das war eigentlich immer ein guter Kinoerfolg. Frag mal die im Kino, wie die gelaufen sind. Ja. Und ich meine, alles, was dem Kino gut tut, ist gut. Neun Teile. Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Herausragendes Drama über eine Familie koreanischer Einwanderer und ihrem amerikanischen Traum. Da ich den Trailer gesehen, fand ich ganz nett. Das wäre so ein schöner Sneak-Film gewesen auch. Dann läuft auch noch an Space Jam, A New Legacy, die Fortsetzung. Wobei ich da echt irgendwie, ich weiß nicht, ich mag ja den alten Film sehr. Obwohl der auch nicht so wahnsinnig gut, obwohl der auch nicht so gut gealtert ist, ne? Aber ich weiß nicht, da bei dem neuen. Schon. Aber das Soundtrack für Space Jam war Hammer. Oh ja, definitiv. Ey, da war so viel geiles Zeug drin. So, dann die Doku nehmen wir nicht, aber nebenan, dann schwarze Komödie von und mit Daniel Brühl. Hä? Wo bist du nebenan. Denn? Ja. Ach, da unten. Da unten bist du. Da habe ich von nebenan habe ich den Trailer gesehen. Der sieht abgefahren aus. Okay, da unten sind dann doch noch die anderen. Moment. Ja, irgendwie passt das nicht ganz zusammen, das von Filmstarts und das von Kino.de. Es ist halt alles noch ein bisschen seltsam. Ja, Im Feuer, zwei Schwestern mit Sibel Kikili. Und was haben wir denn da für eine Beschreibung? Rojda ist Bundeswehrsoldatin mit kurdisch-irakischen Wurzeln. Nach langer Suche trifft sie in einem griechischen Flüchtlingslager endlich auf ihre Mutter, Ferhat, und kann diese nach Deutschland holen. Doch ihre Mutter hat auch schlechte Neuigkeiten. Rojdas Schwester ist immer noch im Irak und kämpft dort mit der in der kurdischen Miliz. Uiuiui. Was haben wir noch so? Ja. Ich glaube, der Rest. Machen wir doch noch einen? Ich glaube, der Rest. Ich bin mir nicht so sicher, deswegen. Wenn nicht, hast du was entdeckt, was noch nach was Großen? Der eine, den hat man doch irgendwie mal getippt hier: Erdmännchen und Mondrakete oder so, hat auch irgendjemand gefallen. Ja, aber. Ja. Sweat läuft noch an. Alalalalalong. Come on! Tragikomödie. Jetzt müssen wir bald GEMA hier zahlen, hey. Wir sind so nah dran am Original hier. Ja, nee, ich glaube, das war's dann mit den Neustarts soweit. News und Trailer haben wir diesmal nicht. Alles, was ich so finde, das poste ich meistens dann gleich in der Kinocast-Facebook-Gruppe, leite ich dort weiter, die neuen Trailer. Ah, da kam jetzt letzte Woche nicht so viel Neues. Dann kommen wir gleich mal zu den Serien und werden gleich mal über die neue Folge von Loki sprechen. Serien. Achtung, Spoilerwarnung. Wir starten halt direkt mit Spoiler. Ja klar, oder? Da haben wir noch nicht viel außenrum zu erzählen hier, oder? Das mal gleich. Also langsam geht's aufs Ende zu hier, oder? Ja. Ja, für große Schritten. Es kommt ja noch eine Folge. Ja. Alter. Meine Güte. Also Loki ist... Also. ist nicht also? Ganz tot. Aber das ist ja das, was ich mir gedacht habe, dass sie alle, die so eben, wie nennen die das, gestutzt werden, an einen und denselben Ort kommen. Und das ist halt das Ende der Zeit. Und das ist sehr spannend gemacht, finde ich. Oder? Ja, das Ende der Zeit irgendwie, das war für mich jetzt nicht so richtig greifbar mit meinem Physik-Leistungskurs und... Weil Zeit ist ja immer, geht ja immer vorwärts. Also gibt es kein Ende, aber. Jetzt kommt der mit Physik-Leistungskurs. es war schon nett gemacht. Die Idee, dass dann auch so ein Monster ist, was dann irgendwie alles auffrisst da und quasi alle, die dort landen, selbst dieser, was war das, Flugzeugträger oder so, dieses Schiff, was dann plötzlich da strandet in dieser Welt und plötzlich da eingesaugt wird. Und Mobius, ne? Ja. Ja. Da kommt mit einem Pizza-Auto angefahren. Wo die sich dann in dem riesigen Nichts trotzdem finden. Ne? Ja, das ist schon gut.
Na, es ist riesige New York, aber ja, ist schon krass einfach. Also die Richtung, in die es einfach geht, ist total krass. Und wie es sich immer noch weiter spinnt und weiterentwickelt. Und auch hier wieder die Grenzen zwischen, wer ist jetzt eigentlich der Böse, wer ist der Gute, wer will eigentlich was und wie und überhaupt. Und oh mein Gott, ich will es einfach zu Ende sehen. Ja. Gebt mir mehr. Ich will jetzt wissen, wer dahinter steckt und wer in diesem komischen, mystischen Schloss jetzt hockt. Oder Burg oder was auch immer das war. Wie habt ihr das eigentlich, es gab ja die Szene, wo da dann dieser Vault ist, ne, wo die alle drin, wo die da drin wohnen und so. Und dann kommen ja noch die anderen. Und dann machte die Kamera mal so einen Schwenk nach unten und man sah in so einem Glas, sah man Thor, der mit seinem Hammer irgendwie gegen das Glas geschlagen hat. Irgendwie so ein kleiner Thor. Habt ihr das mitbekommen? Doch, da war was. Aber ich habe extra nochmal zurückgespielt. Hä, Moment mal, da hat sich doch gerade was bewegt und habe ich gedacht, was soll das denn jetzt sein? Hatte das eine tiefere Bedeutung? Ja, das frage ich ja. Naja, wobei, du musst ja überlegen, wenn du die ganzen verschiedenen Lokis siehst und auch denen ihre Geschichte mit der eine sagt, ja, ich habe Thor getötet und deswegen bin ich jetzt der King und so. Vielleicht gehörte das einfach nur zu einer der verschiedenen Loki-Varianten, zu denen ihre eigentlichen Geschichte. Ja, ja, das war ja der eine kleine Loki, der hat Thor getötet. Ich habe meinen Bruder getötet. Ja, aber wie gesagt, genau, vielleicht gehört diese Kugel, was jetzt Erik gesagt hat, wo da ein Thor drin war. Nee, keine Kugel, zu einer wie so ein Glas, wie so ein Marmeladenglas. Also, der war irgendwie sehr klein. Mhm. Also, ah, doch, ja, stimmt. Der hat dann so dagegen gehämmert, ding, 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 ding. Und da dachte ich, was ist denn das? Bin nochmal zurückgespult, ne? Weil das war irgendwie so unter der Erde, so wie begraben oder so, so ein Glas. Das war irgendwie voll seltsam. Da habe ich nicht. Weiß ja, nicht, was ich habe. Hat es zu irgendeiner dieser Geschichten gehört? Ja, wahrscheinlich wird es dann irgendwann mal in zig Jahren, denkst du schon nicht mehr dran, da kommt, ja, übrigens das hier, ja. Wir haben jetzt hier. Erinnert ihr noch an diese kleine Szene? Miniatur-Tor oder so, keine Ahnung, oder irgendein. Wird geschrumpft. Ein Tor wird, ja, genau, Hilfe, ich habe Tor geschrumpft. Teil 3. Hilfe, ich habe meinen Tor geschrumpft. Das fand ich irgendwie sehr, sehr komisch. Aber dann war cool, wie diese anderen Lokis, die sich alle gegenseitig übers Ohr gehauen haben, so, wo die da eingedrungen sind. So, ja, ey, nee, ich wollte doch jetzt hier König sein, ey. Das ist irgendwie so. Jeder hat da noch. Ja. Und dann ist Kroko, der noch einen Arm abbeißt und blibberblub. Ja, das Krokodil war auch lustig. Kroko-Loki. Das Krokodil war super. Kroko-Loki. Genau, nicht drüber erzählen, nicht fragen. Nee, ist schon cool. Also wie gesagt, ich möchte echt wissen, wie es weitergeht. Und ja. Ich habe jetzt hier gerade was. Ja, vor allem, wo das alles hinführt. Ja. Warte mal, ich poste hier mal einen Link, da könnt ihr mal nebenbei gucken. Genau, also da waren wieder so viele Sachen drin. Also wenn man hier nicht so diverse Seiten ein bisschen trackt, wo so auf die Easter Eggs irgendwie hingewiesen wird, dann ist man da echt verloren. Da ist so viel drin versteckt auch, was man gar nicht so beim ersten Sehen mitbekommt, wie mit diesem Loki oder so. Und das fand ich irgendwie, ist da hier auch das mit drin bei dem Link, mit dem Loki? Ja, doch, hier die 7. Muss noch mal gucken. Wo postest du denn den Link? In unserem Dokument. Rechts neben Loki. Ah, da. Da Punkt 7 ist das mit dem Loki. Das ist mir ja gleich aufgefallen. Ach, ja, ist denn das hier? Bing, bing, bing. Weil da war erst Loki, Thors Hammer. Und dann ein bisschen tiefer hat er dann irgendwas gegen so ein Glas geschlagen. Das sah aus wie, ja, wie irgendwie ein weiß nicht, wie wenn man so ein Glas hat, wo dann irgendein Tier drin ist oder so. Ja. Genau. Tiny Frog, Thor Yelling. Ja. Naja, auf jeden Fall, coole Folge. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt noch irgendwie weitergeht, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Rauchmonster, was sie da jetzt freigelegt haben und so. Ja. Ihr lest jetzt alle die Seite, ich merke schon. Entschuldigung, ja. ja, die haben da wieder sehr, sehr schönes Setting auch gemacht, finde ich. Ich fand das schon ganz nice gemacht. Und auch das auch und auch dann, als sie gegen dieses Rauchmonster oder Unwettermonster da kämpfen und dann sie sagt zu ihm, du kannst das, du bist auch ein Loki. Hm. Und dann schafft er das. Und das bedeutet halt auch, dass irgendwie alle doch ähnliche Fähigkeiten haben, nur sie wissen es einfach nicht. Und dann schaffen sie es ja doch, dieses Monster zu durchbrechen. Und dann ist halt diese Burg oder dieses Schloss. Und ich möchte wissen, was ist da drin?
Zumal der. Ich hoffe ja irgendwie, dass da die Leute von Doctor Strange, diese Zeitmagier, da drin hocken. Ah, das kann natürlich sein, irgendwie. Ja. Das würde ja passen. Ja. Chris, bist du noch da? Ich bin gespannt. Ah ja. Ich bin noch da, ich bin entsetzt über all die Sachen, die da versteckt sind. Ja. Okay, ich dachte schon, bist weg. Nee, okay. Ja, da ist einiges drin, ne? Bis hin zu Ghostbusters-Referenz und so. Und ja. Dass der Hubschrauber Thanos heißt, der da gestrandet war, den habe ich auch schon gesehen. Dann, ja, Aber die restlichen Sachen habe ich alle nicht mitbekommen, die hier so drin stehen. Und ist schon ganz witzig. Ich werde den Link mal mit posten hier in den Shownotes. Bitte erst klicken, nachdem ihr die Folge gesehen habt, weil sonst verderbt ihr euch da vielleicht doch einiges, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und da ist alles Mögliche drin. Okay, dann freuen wir uns mal auf die finale Episode jetzt am Mittwoch. Mal gucken, was da dann so passiert. Und wie geht's denn dann eigentlich weiter mit dem Marvel-Universum? Was kommt denn als nächstes? Ich glaube, als nächstes kommt das Marvels What If. Das ist eine Animationsserie, Anime-Serie mit eben der Frage, was wäre wenn? Und dann gibt es schon den ersten Trailer und dieser erste Trailer sieht so unfassbar verrückt aus. Also da werden halt mögliche Storylinien aufgemacht. Zum Beispiel, was wäre, wenn nicht Steve Rogers Captain America geworden wäre, sondern die Agent Carter wäre Captain America geworden und dann wäre es halt Captain Carter. Und lauter solche Geschichten. Werde ich bestimmt mal reingucken. Bin gespannt. Wobei ich jetzt nach dem Trailer bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so sehr gehypt. Den hat ja auch irgendjemand auf Twitter, glaube ich, geteilt oder so. Ne? Irgendwie kam das da oder irgendwo. Wo war das? Hast du mir den weitergeleitet? Irgendein Hörer hat uns den, doch... Ich habe den auf jeden Fall weitergeleitet. Ach nee, du, ich habe den auch in der Story gepostet. Ja, irgendein Hörer hatte den, glaube ich, geteilt und da hast du nur geschrieben, ja, hast du Bock drauf? Und da habe ich auch reingeguckt und wo ich dachte so... Ja, der Sören, der Sören hat das hat uns verlinkt bei Twitter. Ja. Ja, na, guck mal auf jeden Fall mal rein. Wenn ich jetzt den Link noch irgendwie extrahieren kann, dann werde ich den auch mit verlinken in den Shownotes. Und dann sind wir ja eigentlich schon bei der Rätselecke hier angekommen. Rätselecke. Das Kreuzchen steht bei mir. War ich nicht erst dran? Egal. Kann auch reinmachen. Nee, du hast gewonnen letzte Woche. Oder du hast nicht gewonnen. Kann auch, ich weiß nicht mehr. Dann kriegt ihr auf jeden Fall ein Rätsel. Was nehmen wir gerade auf? wir nehmen Kinocast auf. Nicht Pausentee. Okay, dann ziehe ich nochmal schnell eine Hose an. Entschuldigung. Ja. Wieso, hast du bei Pausen, macht ihr auch ein Rätsel jetzt, oder was? Egal, machen wir bitte weiter. Ihr macht Rätsel und Spotify-Liste und alles Mögliche, wo muss ich dann, woher haben die das? Video-Podcast machen wir eigentlich, aber. Oh, Video. Okay, nein, jetzt Rätsel. Also. Harry Potter, ich hab gewonnen. Pass auf. Nein. Welches spätere Hollywood-Star hatte in der Zurück in die Zukunft-Reihe seine erste Filmrolle? Also ich rede jetzt nicht von den Hauptfiguren, ne, die wir alle kennen. Nebenfigur. Stell die Frage bitte nochmal. Welcher spätere Hollywood-Star hatte in der Zurück in die Zukunft-Reihe seine erste Filmrolle? Das muss ja irgendein Teenager oder ein Kind gewesen sein. War das eine Frage? Der Film ist schon relativ alt. Nein, es war ein lautes Denken. Okay. Oh Gott, also, ich glaube, ich weiß es. Müssen wir jetzt Fragen stellen? Die Person, neutral, männlich oder weiblich, hat auch in einem oder in mehreren Oscar-prämierten Filmen mitgespielt später. Handelt es sich um einen Mann? Ja. Gut. Handelt es sich um einen Mann, der inzwischen älter ist wie 60? Nein. Okay. Ich kriege hier noch Rechenfragen gestellt hier. Völlig aus. War er in allen drei Teilen zu sehen? Ich glaube nicht. Nein. Ich sage mal nein. Oh Gott, ich habe
was im Kopf dazu. Meine Fresse, aber ich glaube es. Also ich sag mal so, ich weiß es mit Sicherheit von einem Teil, wo er auf jeden Fall mitgespielt hat. Kann natürlich sein, dass er irgendwo vielleicht ganz im Hintergrund irgendwo einen Credit gekriegt hat, aber keine Sprechrolle hatte und nichts und irgendwo. Okay. Möchte ich nicht ausschließen. War, ich bin gleich dran. Kate ist dran, Entschuldigung. Ich überlege immer noch, ein jetziger Oscar-Kandidat. Nee, hat schon Oscar, also Filme, in denen er mitgespielt ja, hat, ja, Oscars ja, hat schon gewonnen. Oscar gewonnen. Okay. Oh, ich sehe gerade, der hat sogar eine Verbindung zu Star Wars. Oh, guck mal. Kenne ich den Schauspieler? Ah, mit Sicherheit. Das war also ein Ja, ne? Ja. Nochmal fürs Protokoll, ja. Ich hau jetzt irgendwelche Namen raus. Ich Nein. hau jetzt den Namen raus. Doch, warum jetzt, denn nicht? Willst du jetzt alle Schauspieler durchgehen, die irgendwie... Das wird hat doch nichts. Okay, mal anders. Hat die Person relativ in der näheren Vergangenheit einen Oscar für den Film gekriegt oder ist dieser Oscar schon länger her? Ist der Oscar schon länger her? Also er hat ja in mehreren Filmen mitgespielt, die Oscars für irgendwas bekommen haben. Jetzt muss ich mal gucken, was war denn da der Letzte, der einen Oscar bekommen hat. Ach, stellst mich hier vor Aufgaben. Ja. Wenn nicht das langweilig wird. Das war keiner. Was meinst du jetzt? Also nenn mal einen Zeitrahmen. Naja, hat er in den letzten 5 Jahren einen Film nein. mitgespielt, wo er einen Oscar gewonnen hat oder davor? Davor. Also nein. Ja. Okay. Also der Oscar für den Film, in dem er mitgespielt hat, war vor 5 Jahren. Also länger als 5 Jahre her. War das eine Filmreihe? Ach nee, ich bin ja gar nicht dran. Chris ist dran. Also er hatte keine wirkliche Hauptrolle, er war eher so ein Sidekick oder sowas. In Zurück in Zukunft? Oder? Ja, absolut, ja. Neben da, Charakter. Aber man also, konnte ihn kurz sehen und zwar seine erste Credit-Rolle, ja. Oh Gott. Also ich würde mich da nicht so sehr dran festhalten. Ich glaube nicht, dass du den da erkannt hast. Versuch lieber über die anderen Sachen. Also, ich finde es halt schwierig, weil es gibt ja wirklich Tipp, die Frage, Leute, die... Ja? Ja, Entschuldigung. Die Frage von der Was Kate war sehr gut, die sie nicht gestellt hat. Oh. Weil sie nicht dran war. Fragst du doch nochmal. Nee, du bist dran. Oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich hab im Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich finde es halt schwierig, weil in solchen Filmen findet man ja ganz oft Leute, die man irgendwo mal gesehen hat. Ich habe da letztens irgendeinen Film gesehen, wo ich gedacht habe, what the fuck, ist das Josh Hartnett? Und dann war das Josh Hartnett. Das war auch eine seiner ersten Credit-Filme, wo ich mir auch gedacht habe, so krass. Deswegen, ich, keine Ahnung. Also meine ursprüngliche Frage war, der Film, für den er einen Oscar gewonnen hat, war das Teil einer Filmreihe? Ja. Dann weiß ich es, glaube ich. Ja, du bist ja dran, du kannst ja weiterfragen, oder? Ich erinnere mich, also es gibt ist es im zweiten Teil von Zurück in die Zukunft? Gibt es so einen Jungen, der ein Videospiel spielt? Oder in so einem Arcade-Automat? Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich meine, das war doch einer aus den Herr der Ringen-Filmen. Bin ich nah dran? Musst du stellen eine Frage, dann sage ich ja oder nein. Okay. Hat der Schauspieler bei den Herr der Ringe Filmen mitgespielt? Ja. Wobei man fragen könnte, wer nicht. Ja, okay. Keine Ahnung, ich mag den, glaube ich, nicht mal. Das ist... Es war ein Ja. Scheiße, ich bin immer noch dran. Scheiße, ich habe gar keinen Plan mehr. Ich bin völlig raus gerade. Doch, Chris, überleg doch, da gibt es doch diese eine Szene, wo der ja, ich weiß, kleine Junge
Game spielt. Und ich weiß nicht, ob es ein Arcade-Automat oder ein Computerspiel, ich weiß es nicht mehr. Und ich habe mir immer gedacht, ist das nicht der? Aber ich weiß nicht, aber ich habe nie nachgeguckt. Ich komme nicht auf den Namen. Oh, von Herr der Ringe. Ja, fang doch mal an. Wie heißt denn der? Herr der Ringe. Ist es ein Main-Character von Herr der Ringe? Ja. Ist es Frodo? Ja. Oh, und wer spielt der? Wer wird von Frodo gespielt? Ich mag den nicht. Wie heißt der Schauspieler, Chris? Elijah Wood? Ist es Elijah Wood? Kate als gelöst, jawohl. Ist richtig. Ist der das echt? Ich muss nachgucken. Oh Gott. Ach so, keinen Scheiß erzählst dir. Jetzt, wo habe ich den? Hier ist Applaus. Das Vertrauen in Erik ist so unendlich immer, das ist so schön. Applaus. Genau, es war sogar die Szene am Arcade-Automaten. Damals war Elijah Wood 8 Jahre alt und und Marty hat ihm quasi gezeigt, wie er das eine Spiel spielen kann. Man möge sich erinnern. Oh Gott, sieht der da jung aus. Der ist ja sehr gut. Ich wusste, ich kenne den irgendwoher. Ich habe sogar noch eins für Zurück in die Zukunft irgendwann. Sehr gut. Was wären heute überhaupt meine Schätzfrage gewesen? Ach so, ja, die kann ich aufheben. Ha, eine Penisfrage. Die hebe ich mir auf, eine Schätzfrage. Ach nee. Die hebe ich mir auf. Penisschätzfrage. Eine Penisschätzfrage, jawohl. Seid gespannt, wenn ich wieder mal dran will. Nicht wissen. Dann gibt es eine Penisschätzfrage. Ich will es, glaube ich, nicht wissen. Ach, die ist ganz witzig. Aber jetzt direkt rüber zu den Musiktipps für unsere Spotify-Playliste vom Kinocast. Music. Ihr zwei packt Sachen drauf von dem Film, sehe ich hier. Ja. Genau. Ich habe mir aus. Alles klar, bitte. Erst will immer gar keiner und dann alle auf einmal. Ich habe mir von Black Widow ausgesucht: Don McLean, American Pie. Und ich habe Malia J. mit Smells Like a Teen Spirit. Und ich habe was, was ich auf einem Online-Radio gehört habe. Und da habe ich mich gleich dran erinnert, weil das hatte ich früher bei meiner Mama, die hat so einen Tonbandrekorder gehabt. Da lief das manchmal. Von Hazy Osterwald, Kriminal-Tango. Uraltes deutsches Lied. Deutscher Schlager, würde ich fast sagen. Kriminal-Tango. Ja, du kennst es sogar. In der Taverne. In der Taverne. Oh, jetzt müssen wir aufpassen mit GEMA, wir sind so nah dran. Ja, es geht übrigens weiter mit dunklen Gestalten. Rote Laterne. Und rotes Licht. Und sie tanzen einen. Und sie tanzen einen Tango. Kennst das? Das ist sehr schön. Also sehr, viel unterschiedlicher kann unser Musiktipp diese Woche nicht sein. Ey. Ja, ihr habt ja schon die zwei aus dem aus dem Film genommen. Kommentare zu den vergangenen Folgen gab es nicht, aber die sind sehr gut gelaufen, habe ich gesehen, mit Downloads und Spotify und so weiter. Also schöne Grüße an alle, die uns hören. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar da lassen, aber auf Twitter gab es ein bisschen Reaktion. Also zum einen das, was wir schon erwähnt hatten vom Sören, glaube ich. Und ich scroll mal runter, gab es da noch was? Nee, gab es nichts. Alle noch mal wahrscheinlich im Fußballfieber und so. Keine Zeit zum Kommentare schreiben. Fußball? Dann, VfB spielt doch gar nicht. Doch, hat gespielt. Hat gespielt. Gegen St. Gallen, Testspiel. Alle Tore von Hamadi Al-Ghadoui. Sehr gut. Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Mitmachen euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.